Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Wir befinden uns in Folge 20 und wir haben in der letzten Folge einen modernen Kuhstall repariert, ach nee, ja doch repariert, und haben nochmal ein Paket besorgt. Oh, warte mal. Rex, dich möchte ich nicht vernachlässigen, mein Kleiner. Dich haben wir natürlich in der letzten Folge nach dem Aufstehen auch gestreichelt und mit einer Currywurst versorgt. Aber jetzt möchten wir. Ach Quatsch. Hier steht ja da vorne. Jetzt möchten wir ein kleines Feld pflügen, um noch mehr Geld zu verdienen. Ach, wer gucken kann, ist klar im Vorteil. So. Super. Jetzt gucken wir einmal auf die Karte. Haben wir das denn noch markiert? Nee, haben wir natürlich nicht. 0,7. 0,9. Wir wollten dieses hier machen. Müssen wir uns nochmal markieren. Zack. Ich weiß zwar nicht, wo wir da jetzt hinkommen, aber wir werden es erleben. Wo der Stern ist. Da hinten ist der Stern. Und schon düsen wir los. Wir müssen einmal zur Stadt rüber. Es ist ja schon. Ja, landwirtschaftliche Maschinen sind halt keine Ferrari-Rennautos, das sollte man wissen, aber diese Fahrt ist immer schon ziemlich elendig. Vor allen Dingen wissen wir ja, dass wir in der Stadt nicht pflügen. Heißt, wir müssen von da auch noch weiter, um zu sehen, wo wir pflügen sollen. Und wir müssen dringend Geld verdienen, dringendst Geld verdienen, sodass wir tatsächlich nochmal ein neues Feld ankaufen können. Mutti nimmt natürlich wieder die Abkürzung. Natürlich. Einmal quer durch den. Ich hätte jetzt beinahe gesagt Gemüsegarten, aber das ist es ja gar nicht. Da ist die Schranke irgendwie, ne? Kommen wir hier rüber? Kommen wir? Keine Ahnung, nichts Genaues weiß man. Auf jeden Fall kommen wir hier in die Stadt rein. Oh Gott. Ei, der Daus, was mache ich hier? So, das sind nur noch wenige Meter. Ja, wir haben hier leichte Abkürzung genommen. Mit der Kamera einmal gegen den Baum gefahren. Hier genauso. Ich hoffe, dass das Feld nicht allzu weit weg ist. So. Dann wollen wir doch mal kicken, wer von den lieben Herrschaften hier. Oh. Redet doch nicht alle durcheinander. Was geht denn bei euch? Sehe ich so aus, als ob es mich interessiert? Du kannst dir darüber nicht sicher sein. Hörte es im Fernsehen. Ich dachte wirklich, wer ist. Oh, die schwafeln hier alle Sehe ich so aus, als ob es mich interessiert? Ich hoffe, es wird sich das eines Tages mich ändern, nicht. Nach all dem. Nichts hat sich verändert. Versprechen, versprechen. Aber liefern Sie? Das erzählen ich denke Sie nicht. Uns. Nervt. Das nervt. Das erzählen Sie uns. Ah, könnte sich da, zum Positiven Jackson. verändern. Jackson, bist du derjenige welche oder bist du derjenige welche nicht? Wir schauen, wir gucken. Hey, bleib mal stehen hier, Freund. Kannst du nicht einfach abhauen? Ich suche dich die ganze Zeit. Tag. Guten Morgen.
Okay, guten Morgen ist auch in Ordnung. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt ein zu pflügendes Feld in der Nähe. Willst du das übernehmen? Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Meter, das geht noch. Wo ist mein Jack Bier? Da. Den Stern können wir gleich wegmachen. Den können wir jetzt hier wegmachen, genau. Und er sagt uns, wir sollen darüber fahren. Dein Ernst? In 1700 Metern? Okay. Und dann juckeln wir nachher hier wieder zurück, um uns die Belohnung abzuholen. Ach, du himmlischer Heiland. Was treibst du dich denn in der Stadt herum, wenn du da hinten wohnst? Das geht ja gar nicht. Bei dem Schnatterhaufen dort. Eideldaus. Na gut, atmen wir noch ein paar Abgase von unserem Jack Bier ein. Ist ja überhaupt kein Problem. Genau. Immer schön schnorcheln. Und diese Ansicht, die macht echt betrunken, ne? Und schief ist sie dazu. Also so sieht das aus, wenn man mit dem Traktor durch die Gegend tuckelt. Ich persönlich mag diese Ansicht überhaupt nicht. Aber einfach mal, um dieses Gefühl zu vermitteln, was wir hier einschnorcheln. Boah, da werde ich betrunken, wenn ich dem zugucke. Hätte ja gleich sagen können, dass das Feld in Bagdad ist, ey. Von Hamburg nach Bagdad ist es nicht so weit. Nur 2 Stunden mit dem Traktor. Ich werde schon wieder hungrig. Wollen wir mal kicken. Wir haben ja schicke Milch. Genau. Boah, das reicht. Aber nicht übertreiben, ne? Nicht hier überfuttern oder sowas. Das geht gar nicht. Hätte er doch gleich sagen können, Mensch. Da stehen wenigstens die Kühe auf der Weide und nicht auf der Straße. Ich glaube, hier bei diesem Fahrzeughändler steht mein kleiner Rasenmähertraktor. Oder? War das nicht hier? Ach nee, das war nicht hier, oder? Auf jeden Fall ist da dieser Pickup mit diesem Kran hinten drauf, mit dem wir wahrscheinlich die ganzen Sachen vom Baumarkt nach Hause bringen könnten. Die Frage ist, wie viel kann der da auf seiner Ladefläche transportieren, ne? Ja, ich weiß, dass ich nach links muss. Bleib doch mal locker. Wir sind hier am Feld vorbei. Genau. Und dann haben wir das zu pflügende Feld erreicht. Ups. Ja, das geht schnell. Da werde ich jetzt gleich wieder, zack, mich muten und euch das im Schnellvorlauf zeigen,
Die Frage ist jetzt, von welcher Seite wir anfangen. Ich muss einmal gucken. Ich glaube, wir machen von so nach so. Ne? Das ist, glaube ich, einfacher. Ja, wir werden hier anfangen. Und dann hören wir uns in 2-3 Minuten wieder. In diesem Sinne, bis gleich. Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, es ist geschafft. Es ist natürlich wieder nicht komplett fertig. Aber wir müssen jetzt die 100.000 Kilometer da wieder zurück zu Jackson, war das. Und uns unsere Belohnung abholen. Ich sehe hier wunderschöne Äpfel. Ups. Ich gehe hier spazieren und ich sehe hier wunderschöne Äpfel. Oh, diese Bäume sind so schön. So wunderschön. Und dieser erst, der ist so richtig schön. Tada. Nein, das Feld wollen wir nicht ankaufen. Wir wollen jetzt zu Jackson fahren. Wahrscheinlich rennt der da jetzt gerade durch die Gegend.
Ich habe gerade überlegt, wenn wir unseren Pickup hier verkaufen und diesen neuen Pickup kaufen, das ist doch mal eine Überlegung wert. Ich weiß ja nicht, wie viel wir für den alten Pickup bekommen. 47.000, wo soll ich die bitte herbekommen? Nee, können wir uns nicht leisten. Unser Kontostand sagt gerade mal 8.000, nicht ganz. Nee, können wir nicht. Das geht nicht. Das geht so gar nicht. Das kriegen wir nicht hin. Ach, guck mal, Jackson kommt hier nach Hause gelaufen. Weil eben waren das noch Unzende von Kilometern. Mein Bester, das ist aber nett, dass du uns entgegenkommst. Da kommt er angerannt. Will er wahrscheinlich gleich sein Feld kontrollieren. Das finde ich cool, weil wir sind nämlich fast zu Hause. Tü-tü. Komm, mein Bester. Ich habe keine Zeit. Danke. Hier ist etwas für dich. 664 und 1328 Sozialpunkte. Ja, jetzt haben wir die 8000 geknackt. Und der Jack Beer steht hier irgendwo in der Walachei geparkt. Und jetzt rennt er schnell wieder zurück in die Stadt, oder was? Dein Ernst? Naja, den Weg nach Hause kenne ich jetzt. Den bin ich sehr, sehr oft gefahren. Siehste, erledigt. Wenn man so bedenkt, ich habe mir gerade mal so Gedanken gemacht, wenn ich diese Felder ernte, Flüge oder Gruppe oder auch irgendwann vielleicht sogar ernte und das vorspule, wenn ich überlege, wie viel Zeit der Aufnahme das kostet und ihr nur eine halbe Stunde eigentlich immer zu sehen bekommt, ja, da geht schon viel, viel Zeit ins Land. Aber das wäre alles viel tragischer, wenn mir das Spiel keinen Spaß machen würde. Und das tut's auf keinen Fall. Es macht mir richtig viel Spaß. Und von daher kann mich das nicht wirklich jucken. Emily, bist du zu Hause? Nein, bin ich nicht. Stehst wahrscheinlich schon wieder am Tümpel beim Angeln. Und unser Jack Beer ist wieder richtig schmuddelig. Ja, momentan kann ich wirklich nur diese Aufträge machen und darauf warten, dass das hier alles mal ein bisschen schneller wächst. Ich möchte die Sachen definitiv nicht überschlafen. Ich könnte jetzt Woche vorschlafen, aber das ist nicht in meinem Interesse. Von daher können wir dann die Emily nicht umgarnen und gar nichts. Und wir können nicht zuschauen, wie die Sachen im Gewächshaus wachsen und gedeihen. Wir können den Rex nicht ständig da sein Grillwürste geben. Und so weiter und so fort. Und das wäre echt traurig. Hallo Rex, ich bin wieder da. Das wäre echt traurig, wenn ich diese ganzen Sachen nicht machen könnte. Ich krieg's nicht gebacken. Könnt ihr mal eure Pürzel zum Teich geben? Egal. Auf die paar Pinunsen kommt's jetzt nicht an. Hallo, mein Süßer.
Auf die paar Penünsen kommt es jetzt nicht an. Ich wollte einmal kurz in die Speisekammer. So, was haben wir denn hier Schönes rumstehen? Also Fisch haben wir noch reingelegt. Von der Ebbe können wir auch noch 4 Stück reintun. Tomaten bleiben da drin. Die Beeren könnten noch komplett rein. Die Pilze könnten rein. Oh, machen wir alles Fisch, machen wir da rein. Genau. Die Äppel behalten wir noch, falls wir die noch brauchen. Ja, wenn die Frau einzieht, dann hat die da richtig schon schön was zu kochen. Ja, ich glaube, demnächst werde ich tatsächlich mit der Renovierung des Hauses beginnen. Weil es ist aber eigentlich auch erst den Kuhstall. Ne? Das Haus ist, glaube ich... Ich weiß nicht. Doch, das... Ich hätte gern eins mit Leiter, bitte. Da. Ich will mal hier rauf gucken. Was war da für ein Dach drauf? Das ist auch dieses, was der da drüben... Nee, das ist das nicht. Das ist das dort, ne? Was tun, sprach Zeus. Wollen wir schon mal anfangen, das Kuhdach zu machen? Eigentlich können wir das mal. Wir fahren mal zum Agrarmarkt. Wir fahren mal kurz zum Agrarmarkt und geben mal wieder ein bisschen Geld aus, weil wir es können. Da steht noch unser Pickup. Zack. Das sind die Holzdielen, das sind die... Das ist das, was wir auf dem Hühnerdach haben. Metall möchte ich nicht. Rote Metalldachplatte. Ich bin sehr hungrig. Ja, das tut mir furchtbar leid. Jetzt bin ich nicht mehr hungrig. Und schlafen sollte ich vielleicht auch mal. Ich glaube, wir kaufen Keramikdach für den Kuhstall. Und sprinten mal ganz kurz aufs Dach. Ach, falsches Ende. Nee, Quatsch. Hä? Orientierung 0. Ich verlaufe mich in einem Smart oder in der Telefonzelle. Eieieiei. Ich müsste noch mal wissen, welchen Putz ich für draußen nehmen muss für mein Haus von außen. So, dann wollen wir doch mal gucken. Altes Keramikdach durch neues Keramikdach. Ja, das sieht doch viel, viel schöner aus. Ei, der Daus. Das waren jetzt 8. Richtig? 8. Sind 16. Also pro... Ernsthaft? Das wären jetzt 8. Und das wären nochmal 8. Theoretisch fehlen jetzt 32. Ja. Boah, ist das teuer. Das ist ja echt nicht wahr, ne? Vielleicht hätte ich das von innen, weiß ich ja nicht,
mit Holz nochmal anders, erst mit Holz machen müssen und dann das Keramikdach drauf. So wie beim Hühnerstall. Ich gucke gerade zum Hühnerstall rüber. Vielleicht müsste ich da diese Kanten, die da vorne dran sind, auch noch mit diesem anderen Dach machen. Aber da stand jetzt gar nichts mehr auf der Laderampe. Haben wir das komplett verbraucht? Das ist eine gute Frage. Neues Keramikdach. Haben wir noch 4 Stück. Rex! Dein Ernst? Was machst du hier? Schatzi! Das ist ein Dach! Hey! Das geht so nicht! Kannst du nicht einfach... Das geht nicht! Komm hier runter! Komm hier lang! Süßer, komm! Mein Herz! Hund, das kannst du doch nicht machen! Eieieiei, jetzt kriege ich aber Herz, Kasper. Schnucki, wo bist du? Eieieiei. Natürlich nicht. Da kann man nichts reparieren, ne? Okay. Haben wir denn noch von diesem anderen? Nein, nein, wir haben nur noch Keramikdach. Das ist schon neu. Eieieiei. Dieser Hund. Nein, was ich mich frage, aber das gehört ja zum Holz hier dazu, ne? Dieser Hund. Oh, du bist echt wie ein Geist, ne? Ja, mein Schatz, du bist echt wie ein Geist. Es ist Abend. Es ist Abend. Hast du mich gerade geschubst? Der schubst mich. Komm, ab in die Hütte. Wird jetzt Bubu gemacht. Komm, mein Großer, komm. Kann man hier irgendwie pfeifen oder so? Rex! Dicky, komm. Ab ins Bett. Mutti geht schlafen. Jetzt ist Schluss. Und im Haus hast du nichts zu suchen. So, jetzt ist Schluss. Wer auf Kuhstalldächern rumläuft, zäh. Gut, ihr Lieben, für mich ist jetzt die Folge um. Ich kann nicht sagen, wie kurz oder lang die wird, weil ich nicht weiß, wie schnell ich den Vorspulgang eingelegt kriege. Das war jetzt auch für heute Abend mein letzter Akt. Das waren jetzt, glaube ich, 4 Folgen in Folge, die ich aufgenommen habe. Und... ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, das kommt schon fast in unseren Urlaub rein, die Folge. Ich hoffe es zumindest. Ich glaube, das wird nicht ganz. Ja, ihr merkt, ich stecke in der Vorproduktion für den Urlaub, weil ich möchte, dass ihr Videos von mir bekommt, dass ihr alles sehen könnt. In diesem Sinne sage ich jetzt einfach mal, habt eine schöne Zeit, macht's gut, ciao und bye bye.